Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Teil von Universum. Heute möchte ich euch vor allem die Farm ein bisschen besser erklären. Tja, unser Kandidat hat die Wahl gewonnen. Wir können jetzt auch eine kleine Feier machen, aber das ist doch recht teuer dafür, dass es nur plus 5 glücklich macht. Wir können unsere Nuggets auch auf eine andere Art glücklich machen. Das bringt uns sogar ein bisschen Vorteile. Und zwar durch diesen kleinen Freudenschub und der ist deutlich günstiger. Ja, wir können zwar das Krankenhaus bauen, aber so wirklich wichtig ist das noch nicht. Oh, ich glaube, da lag mein Toter. Ja, das Leben ist irgendwann zu Ende. Was wir aber noch bauen müssen, sind Wasserpumpen. Ach, wo war es doch jetzt gleich wieder? Oh, we're doing this again, are we? Ihr könnt eure Nuggets natürlich auch noch Lebensmittel direkt vor die Füße werfen.
Teufelssalat. Wobei, das ist, glaube ich, kein Essen, sondern ein Kraut, um Medizin herzustellen. Kristalliner Wildapfel. Sieht natürlich schon ein bisschen böse aus. Wir entsorgen den mal. Schlupp, Problem gelöst. Und da hat sich jemand was gebrochen. Aber wir sind ja ein gütiger Gott. I'm glad to see you taking such good care of your subject. Jetzt haben wir getroffen. Na, wir beschleunigen die Entwicklung mal ein bisschen. Ja, hier steht schon ein bisschen Essen rum. Du sollst arbeiten. Genau, fehlt ein Stein. Schon wieder so ein Fauler. Unterbricht sein Spiel nur, oder was trinken will. Besser sagt sie. Da kommt schon wieder der Winter. Was machen die da? Oh!
Wir werden sie ausrotten. Alle werden wir sie ausrotten. Da unten haben wir wieder einen Verletzten. Naja, wir werden dann doch mal ein Krankenhaus bauen. Uns liegt die Gesundheit unserer Nuggets sehr am Herzen. Die heiraten, diese armen Narren, ja. Aber uns soll es recht sein, und sind wir Arbeiter. Doch vorhin erst. Das machen wir jetzt besser wieder zu. Schwach. Ja, wir nehmen den Schwachen. Naja. So, ich denke, die Nahrungsmittel sollten für den Winter reichen. Und das Wasser wird auch reichen. Kleidung. Ja, mein Gott, jetzt werden wir fertig. So, kleine neue Nuggets. Nuggets finished another research item, Creator. What does this one do? Ist das nicht schön, sie feiern Weihnachten?
Eine sehr alte Tradition. Die Wetterstation. Ja, dadurch wird im Prinzip angezeigt, wie das Wetter in der nächsten Zeit wird. Ja, im Winter ist halt kalt und im Sommer ist warm, ne? Schade. Der wird nicht fertig hier. Sein Status ist archiviert. Okay. Das passt noch. Da muss die kleine Hütte halt weichen. Brunnen kann man nie zu viel haben. Vor allem später im Verlauf des Spiels. Schon wieder ein Verletzter. Wenn die Nuggets glücklicher sind, steigt ihre Produktionsgeschwindigkeit. Sie laufen ein bisschen schneller, sie bauen schneller ab, bauen schneller auf. So, und der wird wirklich nicht mehr fertig hier. Der wird wohl einsam sterben, einsam und allein. Aber offensichtlich mit Spaß dabei. Ja, dann nehmen wir auch einen Schwachen. So, und jetzt wird die Anzeige um erweitert. Aber wie gesagt, nach jedem Winter kommt der Frühling, nach jedem Sommer der Herbst. Das ist schon ein verdammt imponierendes Gebäude.
So, Landwirtschaft. Jetzt können wir die Farm bauen. When you run out of water, there are two things that are severely diminished. Your progress rate and your nuggets lifespans. Oh, es geht tatsächlich das Wasser aus. Okay. Also bei den Farmen ist ganz wichtig. Nugget is in great pain, Creator. I don't know how they keep doing this to themselves. Das ist schon ein anstrengender Job. It's both a blessing and a curse. So, nun zur Farm. Also je nachdem, wie ihr die baut, also steht dann immer in der Mitte vom Gebäude, ob das Grasland, Wald oder Wüste ist, könnt ihr dann später auch andere Lebensmittel dort anbauen, die unterschiedlich viel Nahrung bringen. Deswegen ist es halt wichtig, Farmen im Wald zu bauen, in der Wüste zu bauen und auch auf Grasland. Denn die verschiedenen Lebensmittel unterscheiden sich schon sehr stark. Also je nachdem, wie viel Nahrung sie dann halt wirklich produzieren. Ich baue auch immer gleich mehrere Farmen nebeneinander. Und das auch an verschiedenen Stellen. In Kombination. Ah, a farm. I see you are finally taking interest in your civilization's need to eat. Guess it's time to take starving to death off the list of anticipated disasters. For now. Ja, es wird unterbrochen. Jedenfalls in der Nähe auch immer ein Restaurant und ein Lagerplatz. Damit er die Produktion wirklich nicht ins Stocken gerät. Ja. So, jetzt haben wir eine Farm im Wald und eine Farm im Grasland. Also Steine brauchen wir da schon recht viel. Das geht gar nicht. Ja. Eine ganze Armee von Bauleuten.
Wondering what to do with your idle population? Have you tried assigning them to buildings? Der Knochen. I'm afraid one of your nuggets has passed away. Death can happen so suddenly. However, the death of one does not necessarily mean the end of everything. It was simply their time to go. Don't blame yourself, Creator. Well, unless you were actually responsible, I wasn't paying attention. Ja, jetzt haben wir auch gleich die Mission, neue Früchte zu der Farm zu bringen. Denn bisher können wir hier nicht viel Samen auswählen. Wir haben hier diese leckere Blutdurchfallfrucht. Und das war's. Und hier seht ihr schon, die ist optimal für Grasland. Wenn wir die in Wald anbauen, benötigt die doppelt so viel Wasser. Produziert aber ganz gut Nahrung. Aber es gibt bessere. Und die müssen wir halt suchen. Allerdings geht es nur im Sommer. Und noch sind die Früchte hier alle... Ja, da gibt es halt noch nichts. Haben wir hier Blutdurchfallfrucht, ja, die brauchen wir nicht. Dann haben wir den kristallinen Waldapfel, Wildapfel, So, jetzt haben wir nicht nur die Mission abgeschlossen, Vogelscheuche, sondern können jetzt zusätzlich auch noch den kristallinen Wildapfel anbauen. Und ihr seht, der gibt zum Beispiel viel Nahrung mehr als die Blutdurchfallfrucht. Ist aber auch fürs Grasland. Wir brauchen natürlich auch Sachen für Wald. Teufelssalat. Oh, ich glaube, das hat jetzt nicht funktioniert. Na doch, die passt, okay. So. Das hat von hohem Wert, ist aber wie gesagt nur zur Herstellung von Medizin. Daraus wird keine Nahrung hergestellt. So, diese komische Pflaume haben wir noch nicht. Und das ist auch eine Waldpflanze. Ne, das ist eine Wüstenpflanze. Eine Wüstenpflanze, die bei feuchtem Gebiet mehr Wasser braucht. Ah ja. Das Beste im Übrigen sind Nüsse. Glaube ich. Ja, die gehören auch zum Wald. Salat, die haben wir auch schon. Es gibt sogar Zuckerwatte. Hallo, was machst du da? Na, hier im Dunkel ist es ein bisschen schlecht. I hope you've been working on your beach body. You're not going to spend another summer just lazing around, are you? Tödliche Saat.
Himbeeren, lecker. Ja, die tödliche Saat ist auch noch mal eine sehr schöne für Medizin. Tja, aber die Nüsse habe ich nicht gefunden. Zuckerwatte haben wir auch nicht. Ah, saftige Eiche. Tada! Okay, diesmal sind die Eiche nicht so gut. Dann bauen wir hier die Himbeeren an. Himbeeren sind eh lecker. Und hier fehlen nur noch zwei. Den kristallinen Wildapfel. So, damit beende ich die Folge auch. Ich hoffe, euch hat es einigermaßen gefallen. Ihr habt vielleicht auch was Neues kennengelernt. Ist das wieder ein Toto? Die neuen Brunnen. Naja. Nein, die machen wir noch weg. Oh. So, beerdigt. Ja. Also damit beende ich die Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge, die ich oben rechts verlinke. Bis dann. Ciao.